Hat jeder Rennradventil, oder? Hast du Autoventil? Im Auto? Im Auto oder im Fahrrad? Das Hotel Cervo in Ponte Arce, das habe ich eine relativ schlechte Erinnerung. Das war letztes Jahr der Abschluss mit dem vielen Bier auf der Hose. Also werden wir diesmal definitiv nicht einmal einen Espresso trinken drin. Das ist gut, wenn man mit so Kochfinger doch feine Sachen auf zum Drehen bringt. Man muss sich gerade wundern. Also ein Fahrzeug hit, gell? Ja, ciao. Vielleicht. Es kann das noch besser werden, oder? Unsere Route 2005, die führt von Ponte Arce jetzt auf eine Hochterrasse mit Blick nach Süden, und wenn man dann sich da orientiert, dann sieht man genau ins Vallo Masone hinein, wo wir letztes Jahr vom Gardasee her nach Norden gefahren sind. Ein warmer Auftakt. Also sind 268 Höhenmeter bis Stenico daraus. Dafür geht es dann aber auf der Höhe. Sehr gut. Geht's euch gut? Guten Morgen, Uwe. Und schon fit? Super fit. Fahrrad passt auch alles, oder? Dann legen wir los, oder wie? Gut. Morgen! Ich denke, wir können mal durchschütteln, komm. Wenn wir runterfahren, kann man dann aufbauen. An so einem Tag biken, das ist halt eine Sache. Ohne Sonnenschein, traumhaft, oder? Ja. Wäre ja langweilig, den ganzen Tag das Fell verbrennen. Ach, kein Ausdruck, traumhaft. Wir brauchen mal ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Kastanienwälder des Val Camonica, die haben wir jetzt bei Regen hinter uns gelassen, sind jetzt auf dem Weg zum Aprica, nach Aprica, über den Aprica-Pass,
und es sieht so aus, als ob der Regen jetzt vorbei wäre. So, jetzt geht's gestärkt weiter. Und wir haben die Sonne auch erwartet. Thomas, hast du ein bisschen Nässeprobleme oder wie? Irgendwas ist da eben ausgelaufen. Ja, Thomas. Beim Kartenchecken, auf dem Weg, auf dem Pass. Dass wir aber was tun hier, gell Helmut? Schöne alte Römerstraße, die haben uns ausgesucht. Wir brauchen das als perfekte Biker. Genau. Brutal, ja? Super! Super! Die alte Passstraße windet sie wunderbar dann auf. Der Bernina ist sehr wohl nicht auf der Straße zu erreichen. Ein Traum. Super. Mir, dass ihr ein bisschen wart. Ein ganz besonders lieber Mensch. Ja. Jetzt öffnet sich das Tal. Traumhaft. Alles voller Blumen. Das ist ein Gletscherleid. So, Tischlein deck dich. Das ist natürlich eine Sache. So auf die knappe 1600 Höhenmeter gibt es eine gute Brotzeit. Passt, ich habe bei Nina fast geschafft, weil es super Wetter heute. Traumhaft. Sauber, sage ich. Das ist richtig, der fährt unmittelbar das Signal an. War nix, gell? Das denke ich mir. Der Schwarz schaut so aus wie auf dem Mond. Aber das ist jetzt runter von Bernardina. Und da kommt das Beinli raus. Runter, hier war ein komischer Biker. Salut, ihr Biker! Seid ihr mit dem Velo unterwegs? Auf nach Contresina! Attacke! Juhu! Bernardina Abi! Da geht's zur Sache. Geil! Volle Lotte in die Kurve, jawohl. Ja, 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 packt es, super!
Traumhaft. Super. Sauber, okay. Super, sage ich. Ja. Wir sind jetzt auf dem Sentiero Panoramico. Bis jetzt ein Traumweg. Und jetzt heißt es einfach ein bisschen schieben und tragen. Hast du den Kommentar gehört? Ha? So. Okay, das macht Spaß. Genau. Ein Trail der dritten Art. Aber leider zu wenig fahrbar. Schaut euch das an. Steil, aber geil. Also mir hat vorher gefragt, warum wir uns den Scheißweg auch mit dem Radl. Aber da kann ich nur sagen, hat sich gelohnt. Filmen. Da geht's flügeln. Lustig. Morgen! Und der letzte Tag heute. Traumtrail zwischen der Ortschaft. In der Ortschaft. Unglaublich. Der hat uns ein Insider gezeigt. Den Weg, ein Traum. Gehst du schwimmen oder was?